Gut, sehr geehrte Herren Rektoren, Herren Gemeindepräsidenten, Damen und Herren Kantonsräte, Behördenmitglieder, Lehrpersonen, Eltern, sehr geschätzte Gäste, anscheinend interessiert das Thema. Die IT-Bildungsoffensive die wird zu einer Volksabstimmung führen. Am 10. Februar sind sie aufgerufen, dass sie darüber entscheiden, ob sie außerordentlich 75 Millionen Franken, 75 Millionen Steuergelder bereit sind zum Einsetzen für die Offensive. Und wir haben sehr viel Respekt vor dem, dass wir der Bevölkerung auch erklären können, was das wir genau vorhaben und dass eben das Geld auch sinnvoll investiert wird. Ich werde Ihnen dann noch aufzeigen, mit den Aktivitäten, die da geplant sind, auch mit der Beteiligung von Wirtschaft und Stiftungen und auch mit Sachen, die wir bereits beschlossen haben und schon umgesetzt sind, nicht zuletzt auch hier in Sarganz, ist das ganze Volumen rund 100 Millionen. Also rund 100 Millionen, die man da in einem Sondereffort neben all dem anderen, was ja sonst auch schon gemacht wird. Es wird ja überall in den Schulen auf allen Stufen schon viel gemacht, wenn wir noch mal mehr machen mit dem Sondereinsatz von rund 100 Millionen. Es ist auch schon gesagt worden, das Projekt ist absolut einzigartig in der Schweiz. Ich habe nicht Kenntnis, also ich bin gut vernetzt natürlich mit den anderen Bildungsdirektionen von allen Kantonen. Mir ist nicht bekannt, dass jemand etwas Ähnliches macht. Und zwar eine Offensive, ein Massnahmenpaket über alle Schulstufen hinweg, wo wir vorgesehen, die Schule, sprich vor allem auch die Lehrpersonen, fit zu machen und somit dann auch Schülerinnen und Schüler für die nächsten Generationen fit zu machen für die Veränderungen, die Digitalisierung mit sich bringt. Also sicher sehr, sehr eindrücklich, was wir da machen und wir wollen eben auch ganz viel Bedeutsames erreichen mit der IT-Bildungsoffensive. Das Projekt geht 8 Jahre, also ist eine relativ lange Zeitdauer, wo wir uns damit werden beschäftigen, in den nächsten 8 Jahren. Gut, was wollen wir Ihnen aufzeigen? Ziel von der Offensive, dann die 5 Schwerpunkte, wo es darum geht. Also wir wollen die Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger zu den Gewinnern von der Digitalisierung machen. Geschätzte Damen und Herren, Sie haben sich sicher auch schon mit der Digitalisierung oder den Veränderungen, die auf uns zukommen, beschäftigt. Meinungen gehen fast in die gleiche Richtung. Digitalisierung verändert unglaublich viel. Es gibt solche, die der Meinung sind, sie betreffen es nicht oder eine gewisse Berufsbranche betreffen es nicht. Es gibt kaum etwas, was nicht wird betreffen. Digitalisierung durchdringt alles und wird enorme Veränderungen mit sich bringen. Vielleicht ein Spass zum Anfang. Die Sorgen haben in ihrem Beruf und nicht wissen, ob der Beruf noch lange so existiert. Ich war an einem Vortrag letztes Mal und habe dann können vernehmen, es gibt also gewisse Berufe, die sind definitiv digitalisierungsunbetroffen. Der könnte man sich noch hinbewegen. Das ist vor allem Politiker oder Pfarrer. Also sie haben da gewisse Auswahl, wo sie noch treffen könnten. Gut, St. Gallen legt bei Ressourcen, Produktivität und Wohlstand zu. Ich muss Ihnen das schnell erklären. Der Kanton St. Gallen ist ressourcenschwach. Der Kanton St. Gallen hat eine deutlich unterdurchschnittliche Steuerkraft. Das heisst, wir haben im Kanton St. Gallen weniger hoch oder gut qualifizierte Bürger, die bei uns wohnen und auch Steuern zahlen im Vergleich mit anderen Kantonen oder anderen Regionen der Schweiz. Das hören Sie wahrscheinlich das erste Mal so. Und das bedeutet, dass der Kanton St. Gallen jährlich, respektive die Regierung und der Kantonsrat,
200 Millionen weniger Steuereinnahmen haben als der Schnitt von der Schweiz, von den anderen Kantonen. Und die St. Galler Regierung hat unter anderem mit diesem Projekt das Ziel, Massnahmen zu ergreifen, die eben auch die Ressourcenschwäche mittel- und langfristig wird verbessern. Das heisst, wir wollen wirklich Top-Fachkräfte bereitstellen, und zwar in allen Berufsbranchen, speziell natürlich im IT und Informatik, Programmieren, der ganz ausgeprägt. Die wollen wir bereitstellen, und dann müssen wir einfach noch schauen, dass die möglichst im Kanton St. Gallen auch noch wohnen und Steuern zahlen. Das ist dann vielleicht eine andere Herausforderung. Aber Sie sehen, wie weitreichend die Überlegungen von der Regierung sind mit dieser IT-Bildungsoffensive. Jetzt, wenn Sie das so hören, dann werden Sie sagen, das ist ein bisschen naiv, oder? Weil nur mit einem Projekt allein kann man nicht alles so verändern. Richtig. Es ist ein ganzes Massnahmenpaket, das eigentlich die St. Galler Regierung vorsieht. Weiter auch der Joint Medical Master, die Einführung von der medizinischen Ausbildung, die sie letzten Sommer abgestimmt haben, Gott sei Dank mit 86% der Bevölkerung zugestimmt haben. Das ist jetzt bereits am Laufen. Also wir werden auch neue Ärzte und Mediziner ausbilden in Partnerschaft Universität St. Gallen und Universität Zürich. Auch das ist eben so eine Massnahme, die einen Beitrag leisten soll in dieser Feststellung. Jemand, der ganz zentral ist, Sie werden das nachher auch hören, in der Vertiefung sind die Lehrpersonen. Lehrpersonen auf allen Stufen, Dozierende an den Universitäten. Wir müssen vor allem dort auch mal zuerst investieren, damit sie in der Lage sind, mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Know-how auch das Richtige zu vermitteln. Und all die Fragen, was und wie das alles muss stattfinden, das wissen wir, ich sage jetzt mal, oder ich, in meiner Funktion. Wir werden vor allem auch zuerst müssen daran arbeiten, was wollen wir kommunizieren, also was wollen wir den Lehrern mitgeben in ihrem Berufsalltag und wie soll in Zukunft überhaupt Unterricht stattfinden. Wir kommen aber auf das dann weiter noch zurück. Sie sehen eben, da sind auch die Fachleute erwähnt, die eben die Wirtschaft zum Prosperieren führen sollte. Wir haben eben dort vor etwa 4 Jahren eine Studie gemacht für den Kanton St. Gallen und haben geschaut, wo haben wir eigentlich den akutesten Notstand an Fachleuten im Kanton St. Gallen. Nummer 1, Ärzte. Sehen Sie, darum haben wir ja diesen Effort gemacht mit der Ärzteausbildung. Nummer 2 und 3, Informatiker, Programmierer. Also wir haben auch bei den Fachkräften, die jetzt schon angesucht werden, einen akuten Mangel in diesem Bereich. Und auch da werden wir in Zukunft einen Beitrag leisten können, indem wir eben die Fachleute auch werden können bereitstellen. Sie sehen, wir beschäftigen uns auch nicht mit der Technik, wie sich Technik entwickelt. Technik entwickelt sich von alleine. Es wird ganz neue Möglichkeiten geben, rein von der Technik her, wie das man unterrichtet oder wie das man später im Berufsleben seinen Beruf wahrnimmt. Das wird sich alles von alleine verändern. Da müssen wir in dem Sinn nichts dazu beitragen. Was aber noch wichtig ist, dass man eben auch die menschlichen Kompetenzen, Human Skills oder dann eben Soft Skills, und Sie sehen da, was da dazugehört, die müssen wir eben auch stärken. Nicht alle, die in die Schule gehen, oder auch die Lehrpersonen betrifft es ja dann auch, sind IT-affin. Es warten nicht alle auf die IT-Offensive und sagen, ja super, ich habe lässig, oder? Viele haben auch eine gewisse Abneigung, und darum müssen wir unbedingt neben dieser Förderung von der digitalen Kenntnis müssen wir eben auch die Soft Skills, die da aufgeführt sind, müssen wir eben genau gleichwohl müssen wir die stärken, so dass wir alle mitnehmen können und alle auch profitieren von diesen Aktivitäten. Das ist uns sehr, sehr wohl bewusst, und vor allem auch in der Lehrerschaft ist das ganz wichtig, dass die Lehrerschaft eben auch sieht, dass wir da auch investieren wollen. Jetzt haben wir da die Aufteilung von diesen 5 Handlungsfelder, ganz kurz, wir werden auf die im Detail dann eingehen.
Wir sehen das Handlungsfeld Blau, Volksschule und Mittelschule. Da wollen wir ein Kompetenzzentrum schaffen für Digitalisierung und Bildung. Wir kommen darauf zurück. Wir sehen Investitionen in der Berufsbildung mit einem Projekt, vor allem Fit for Future. Wir wollen bei den Fachhochschulen mit einem Kompetenzzentrum angewandte Digitalisierung investieren. Wir wollen, wenn wir das Rote anschauen, wir wollen die Vernetzung von Bildung und Wirtschaft, vor allem mit Praktika und Bildungsangebot, wenn wir eigentlich dort fördern. Wir werden auf das auch noch zu sprechen kommen. Und auch bei der Universität einen massiven Handlungsbedarf, den wir sehen, an der Universität St. Gallen, wo wir vieles aufgleisen müssen, damit wir à jour bleiben. Und Sie sehen außerdem auch die Beträge, die wir hier vorsehen. Das ist so eine Momentaufnahme. Das gibt zusammen, oder sollte zusammen, wenn man es zusammenzählt, die 75 Millionen geben. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Sie müssen sich vorstellen, die 75 Millionen, die müssen mit den einzelnen Projekten laufend beantragt werden. Also man muss die Projekte der Regierung beantragen und die Regierung wird dann die einzelnen Projekte freigeben. Und ob die Verteilung von diesen 75 Millionen am Schluss genau so wird sein, das wissen wir nicht. Das ist jetzt einmal unsere Annahme, wo wir davon ausgehen. Das kann aber zu gewissen Veränderungen führen. Ich habe gesagt, es geht 8 Jahre. Und wir werden in diesen 8 Jahren werden wir immer wieder neue Erkenntnisse machen, wo wir vielleicht sagen, ja, wir sollten vielleicht am einen Ort etwas anderes oder mehr machen und vielleicht am anderen Ort ein bisschen weniger. Darum müssen wir flexibel bleiben, dass wir da entsprechend auch darauf reagieren können. Jetzt da zum Aufzeigen, ich habe das vorher schon erwähnt, wenn Sie schauen, das, was grau ist, da in der Mitte, das sind Massnahmen, die wir schon ergriffen haben in den letzten 2-3 Jahren und die schon umgesetzt sind. Also digitale Lehrmittel, Lehrmittelverlag, da sind wir eh schon dran. Wir haben ein neues Lehrmittel auf den Markt gebracht, zusammen mit dem Kanton Zürich. Didonc im Französisch, digital verfügbar. Und das ist sicher auch die Zukunft, digitale Lehrmittel, ganz wichtig. Nachher der St. Galler Lehrplan, das haben Sie schon mitbekommen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21, neue Medien und Informatik. Dann die Informatikmittelschule, die Sie hier sehen, die haben wir an drei Orten eingeführt. Eine Informatikmittelschule in St. Gallen, eine in Sargans, mit Vertiefung Wirtschaft, also hier an der Mittelschule. Und in Rapperswil, das hat es noch nicht gegeben, eine Informatikmittelschule mit Vertiefung Technik an der Berufsfachschule. Nach dem ersten Jahr, wo wir gestartet sind, sind wir jetzt in der zweiten Klasse und wir haben vom ersten auf das zweite Jahr einen riesen Sprung an Nachfrage an Schülerinnen und Schüler, die da jetzt nachgesucht haben für so eine Informatik-Mittelschule. Also Sie sehen, auch mit den weiteren Massnahmen, die dann da sonst noch erwähnt sind, wir haben in der Mittelschule das obligatorische Fach Informatik auch schon eingeführt, haben wir beschlossen, die St. Galler Regierung, bevor die EDK beschlossen hat, also die Erziehungsdirektorenkonferenz hat das in der Zwischenzeit auch beschlossen. Wir haben es aber schon vorher beschlossen gehabt, weil wir haben gesagt, wir machen das eh für den Kanton St. Gallen. Und Sie sehen, das kostet auch alles Geld, das wir hier in diesem grauen Bereich haben. Und außenrum kommen eben die 5 neuen Handlungsfelder und das zeigt dann das ganze Paket, das wir hier in diesem Sinn geschnürt haben und so umsetzen wollen. Jetzt gehe ich schnell durch die verschiedenen Handlungsfelder durch. Das ist das Erste. Das ist eben das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Bildung. Es geht darum, dass wir einen Auftrag werden erteilen, der Pädagogischen Hochschule. Und sie wird dann überprüfen und daran arbeiten, in unserem Auftrag, wie in Zukunft Schule überhaupt stattfinden soll. Die Lehrpersonen wird man investieren müssen, in Weiterbildungen, die natürlich bereits im Einsatz sind und natürlich auch die Ausbildung der Lehrpersonen muss angepasst werden. Und dann geht es auch noch darum, dass man auch noch natürlich überprüft, mit welchen Lehrmitteln soll in Zukunft unterrichtet werden. Ich habe vorher gesagt, digitale Lehrmittel liegt auf der Hand. Ich stelle mir die Frage,
ob in 5 oder 10 Jahren wirklich noch Schülerinnen und Schüler in unserer Volksschule mit Büchern unterwegs werden sein. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es geht auch dort relativ rassig, dass sich das mehr und mehr überträgt auf digitale Lehrmittel. Gut, dann gehen wir gerade weiter zum nächsten, Berufsbildung Fit for Future. Wir wollen da mit einem neuen Konzept, das wir erarbeitet haben, wenn wir einerseits eine digitale Plattform schaffen, wo in Zukunft jeder Lernende entsprechend auch genau nachgeführt wird, wo in welchem Bereich von seiner Lehre was investiert wird in seine Ausbildung, so dass er die möglichst optimale Ausbildung überkommt, ein Lernender, wenn er durch die Lehre durchgeht. Jetzt hat man einfach feste Lehrprogramme, wo nicht genügend abgestimmt ist auch aufeinander. Man hat überbetriebliche Kurse, man hat den Schulbetrieb und da ist einiges an Potenzial, das man besser organisieren kann, mehr individuell auf den Lernenden, mehr mit Modul arbeiten, wo der Lernende ein Modul besuchen kann. Und da ist einiges jetzt in der Vorbereitung, wie wir uns vorstellen, wie die Berufsbildung in Zukunft wird aussehen. Der Bund hat eine Vision verabschiedet, Berufsbildung 2030, und sagt, wie er sich vorstellt, wie 2030 Berufsbildung aussehen soll. Haben aber keine Ahnung, wie es dort hinkommt. Wir haben das entwickelt, ich habe Ihnen extra die Folie noch vorbereitet, wo man sieht, wie eben über die ganze Lehre hinein man sich eben individuell ein Stück weit dem Lernenden annimmt, verschiedenste individuelle Bedürfnisse eben entspricht, auch vom Lehrbetrieb. Mit diesem Modell kann man auch auf Interessen vom Lehrbetrieb eingehen. Und da haben wir ein Modell entwickelt, jetzt im Kanton St. Gallen. Wir haben das im Bund bereits präsentiert. Am 14. Januar letztes Jahr haben wir das im Bundesrat Schneider-Ammann dazu mal präsentiert. Und die haben gesagt, wow, das ist ja genau das, was wir brauchen, damit wir unsere Vision erreichen. Dann haben wir gesagt, ja, das ist auch unser Ziel gewesen. Also so schlecht hat man es nicht gemacht, aber es ist natürlich noch ein Arbeitsmodell, es muss weiterentwickelt werden, ist natürlich längstens noch nicht fertig. Nachher geht es weiter, das Kompetenzzentrum Digitalisierung an den Fachhochschulen. Da will ich gar nicht zu fest in die Tiefe gehen. Auch da ist man natürlich aufgefordert, dass man sich bei den Fachhochschulen dahinter macht, welche Massnahmen müssen wie ergriffen werden. Stichwort auch Blended Learning. Also heute kann natürlich gerade auf Hochschulstufen sehr viel erlernt werden durch Selbststudium, wo man selber über das Internet machen kann. Und Hochschule wird in Zukunft recht anders stattfinden als heute noch. In Zukunft wird man viel mehr noch in die Hochschule dann gehen, um sich austauschen, im Team miteinander auswerten, was man gelernt hat und sich so entsprechend dann auch weiterentwickeln. Also da ist auch ganz klar, da ist eine riesige Dynamik im Gang. Nachher geht es weiter, Bildung und Wirtschaft vernetzen. Das ist so ein bisschen eine Sondermassnahme, muss ich sagen. Die ist auch im Kantonsrat noch reingekommen. Sie sehen da auch die MINT-Förderung. Da will man zusammen mit der Wirtschaft, und wir haben da einen Partner, der dann das für uns wird übernehmen wird, das ist ein Verein, IT Rockt, in St. Gallen. Und da geht es darum, dass man eben zusammen mit der Wirtschaft vertiefte Zusammenarbeit kann anstreben kann. Und dann mit dieser MINT-Förderung gezielt in diesem MINT-Bereich investiert. Da gibt es verschiedene Sachen, die heute schon angeboten werden. Eben so Aktivitäten, die wirklich die Förderung von der MINT-Prüf zum Ziel hat. Es gibt verschiedene Sachen im Kanton. Zum Teil hat man nicht mehr gewusst, wie man es will finanzieren. Jetzt haben wir das gesammelt und dann wird überprüft, dass man das über die IT-Bildungsoffensive dann soll finanziert werden. Dann ist zumindest über die 8 Jahre die Finanzierung einmal sichergestellt. Was ein grosses Feld ist auch, ist die Universität St. Gallen. Wir haben mit Schrecken müssen feststellen, in den letzten 3 Jahren, jetzt, wo wir dran sind an dem Ganzen, dass wir, das klingt jetzt ganz eindrücklich,
stark den Anschluss verpasst haben an der Universität St. Gallen, weil wir uns zu wenig damit auseinandergesetzt haben, wie auch die Digitalisierung eine spezialisierte Universität St. Gallen wird betreffen. Und wir haben auch da Massnahmen vorgesehen, ein Studienschwerpunkt Informatik und Management. Es gibt natürlich ein Institut dazu neu. Und Sie müssen sich vorstellen, insgesamt schaffen wir im Bereich Informatik neu an der Universität St. Gallen 8 oder 9 Lehrstühle. Das wird das stärkste Gebiet werden überhaupt an der Universität, was die Ausstattung mit Lehrstühlen betrifft. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Die Hälfte haben wir schon eingestellt, also die stellen wir ein über den ordentlichen Betrieb. Die andere Hälfte muss über die IT-Bildungsoffensive oder soll über die IT-Bildungsoffensive finanziert und eben bereitgestellt werden. Also auch da innen ein riesiger Handlungsbedarf. Und ich habe natürlich mit Firmen auch Kontakt, die jetzt IT-Firmen sind, spezialisiert. Und die haben mir in den letzten Monaten, als ich Kontakt hatte, haben die gesagt, Herr Köhlich, wir warten verzweifelt auf die Abgänger, die dann da aus diesen neuen Angeboten rauskommen. Sie brauchen die dringend. Auf dem Markt werden die nachgesucht. Das entspricht ja wieder unserer Feststellung, die wir gemacht haben, eben, dass da Fachkräftemangel im hohen Mass ist. Das soweit einleitend meine Übersicht, dass Sie mal sehen, um was es geht. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt gehen wir mehr und mehr in die Tiefe und schauen das konkret an. Und im Anschluss werden wir dann ja mit der Fragerunde und Diskussionsrunde die Fragen noch beantworten. Vielen Dank. Grüezi miteinander, geschätzter Regierungsratspräsident Herr Köhlich und liebe Gäste. Ich habe hier das Vergnügen, einen komplexen Schwerpunkt vorzustellen. Darum werden Sie auch nicht alle Schwerpunkte heute hören. Ich meinte, es ist einer der anspruchsvolleren von diesen 5. Da würde natürlich jeder Vertreter von seinem Schwerpunkt von seinem auch behaupten. Wir haben aber müssen feststellen, jetzt auch in dieser Diskussion, dass der wirklich anspruchsvoll ist. Und aus dem Grund bin ich auch wirklich froh, dass ich den hier versuche zu erklären, jetzt in diesem Gremium und auch schlussendlich nachher möglich ist, zum Fragen stellen. Der Schwerpunkt 1, Kompetenzzentrum Digitalisierung und Bildung, ist eigentlich der Schwerpunkt, der in die Breite geht. Und aus dem Grund macht es wahrscheinlich auch Sinn, das hier jetzt zu erzählen, weil wahrscheinlich die Breite eben viele Leute betrifft. Und das Thema betrifft Volksschule und Mittelschule. Und wenn man so ein bisschen schaut, was sind denn Themen, die jetzt Digitalisierung, ich sage jetzt mal, Herausforderungen gestellt an die Schule, an die Volksschule, an die Mittelschule, dann sind es wahrscheinlich die 4 Themenbereiche. Es geht mal in der ersten Frage darum, ja, welche Kompetenzen muss denn die Schule zukünftig vermitteln? Der Herr Köhlich hat vorhin schon etwas gesagt von diesen Soft Skills oder 21st Century Skills. Kritisches Denken, Problemlösefähigkeit, Teamkompetenz, soziale Kompetenz, Medienkompetenz, wenn man denn da alles subsumiert. Aber, und aus dem Grund heisst es ja auch IT-Bildungsoffensive, es geht logischerweise auch um Kompetenz im Bereich von der IT. Also wir müssen uns fragen, was muss man denn können in diesem Bereich? Und wenn wir uns sicher sind, was da wirklich will, und einerseits wird da doch der Lehrplan 21 beantwortet, aber nicht nur, ist natürlich schnell die Frage, was müssen denn Lehrpersonen können, damit sie diese Kompetenzen können vermitteln. Und das sind wahrscheinlich 2, wenn nicht 3 Ebenen. Die eine Ebene ist, was muss eine Lehrperson auf der fachwissenschaftlichen Seite können, wenn sie will, die Kompetenzen zum Beispiel im Bereich von der Informatik bilden. Was muss sie aber auch im fachdidaktischen Bereich können? Also wie tue ich Informatik als Beispiel unterrichten? Wie kann ich Leute auch begeistern für den Informatikunterricht? Und das ist nicht ein wenig anspruchsvolles Geschäft. Und der dritte Bereich betrifft dann schlussendlich wahrscheinlich wirklich restlos alle Lehrpersonen, ist die Frage von wegen, wie denn Digitalisierung und Potenzial, jetzt sagen wir mal von der Computerisierung, entsprechend auch für erweiterte Lehr- und Lernformen können verwendet werden. Und das hat dann mit dem Medien- und Informatikunterricht in der Volksschule wenig zu tun, das hat dann schlussendlich mit dem Unterricht, nicht nur auf der Volksschule, aber auch auf der Mittelschule zu tun. Und am Schluss geht es aber auch um den vierten Aspekt, und das ist der Aspekt, wo
wahrscheinlich am Anfang gestanden ist, auch von der IT-Bildungsoffensive grundsätzlich. Es geht darum, auch ein bisschen den Fachkräftemangel, der hier besteht, auch bei uns in der Ostschweiz, ich sage jetzt mal, in den Griff zu bekommen. Und eine Möglichkeit ist, und darum in der Breite und früher, natürlich auch Leute zu begeistern für den Bereich der MINT-Fächer. Und das meint jetzt nicht nur Informatik, sondern es meint eben auch Natur und Technik etc., was dann nachher ausgeführt wird. Und die Frage, von wegen, was muss man denn können in Zukunft? Herr König hat vorhin gesagt, der Kugler schmunzelt jetzt wahrscheinlich. Es war nicht so gewesen. Weil, wenn heute jemand hingeht und sagt, ich weiss ganz genau, was die Leute heute können in 10 Jahren, halte ich das schon für gefährlich. Also das ist ein Prozess, wo wir uns wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren immer wieder fragen müssen, in welcher Welt müssen die Jugendlichen können prosperieren, entsprechend vielleicht sogar mündige Bürger sein und so weiter. Und das Tagstuhlmodell gibt eigentlich eine schöne Antwort darauf, an der man sich relativ gut orientieren kann. Und einerseits geht es um die digital vernetzte Welt, die in 3 Aspekten, ich sage jetzt mal, neue Anforderungen stellt. Die eine Anforderung ist die mit den kulturell-gesellschaftlichen Anforderungen. Da geht es um eine Frage auch, von wegen, was ist eigentlich die Wirkung von Medien, was ist die Wirkung von Informatik in unserem Leben? Das heisst zum Beispiel, ich sage jetzt mal Personenschutz, Datenschutz. Das, was bei Google auf Platz 1 kommt, wer macht eigentlich, dass das auf Platz 1 kommt? Stimmt jetzt da mehr als das, was auf Platz 10 kommt? Also die Wirkung der Medien auch, Sie hören da mit Echokammern, Filterblasen, Fake News, also der Umgang jetzt mit der digitalisierten Information. Aber natürlich auch mit den Algorithmen, die dahinter stehen. Denn der andere Bereich, der unten dran, ist ein Bereich, wo man, ich sage jetzt mal, in der Vergangenheit sehr stark als Informatik verkauft hat, auch in der Volksschule, nämlich den Bereich der Anwendungskompetenz. Also den Computer, ich sage jetzt mal, als Werkzeug zu verwenden. Da geht es jetzt um Standardsoftwarebedienung etc., aber eigentlich hat es nichts mit Informatik zu tun. Aber das muss man auch lernen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Informatik, wo es um die Frage geht, wie funktioniert das? Und das ist ein klassisches Informatikthema. Und um Ihnen das so ein bisschen zu veranschaulichen, einerseits mal die 3 Bereiche, die genau so im Lehrplan, im neuen Lehrplan vom Kanton St. Gallen, sprich im Lehrplan 21, genau so vorkommen. Es gibt also ein neues Fach, das heisst Medien und Informatik. Und dort ist auch Medien und Informatik drin. Es gibt aber einen dritten Bereich, das sind die Anwendungskompetenzen, in dem Bereich hier blau eingefärbt. Und das heisst, da müssen alle Lehrpersonen von der Volksschule vermitteln, die Kompetenzen. Und wenn ich jetzt Ihnen würde, zum Beispiel die Frage stellen, Sie alle haben wahrscheinlich heute gegoogelt oder die letzten 2 Tage gegoogelt, gehe ich jetzt mal davon aus, dann kann man in Bezug auf diese 3 Aspekte sich fragen, was muss man eigentlich im Zusammenhang mit Google verstanden haben, damit man richtig googeln kann. Und wenn man jetzt da in diesen 3 Bereichen anschaut, dann können wir sagen, bei den Anwendungskompetenzen immer möglichst schnell zu einem guten Ergebnis kommen. Wie komme ich schnell zu einem guten Ergebnis? Ich muss Suchoperatoren verwenden. Im Bereich vom grünen Bereich der Medienbildung ist die Frage, wie geht denn da? Wieso ist da auf Platz 1? Wie funktioniert denn da bei Google eigentlich? Wer bestimmt? Oder was heisst da, wenn ich etwas suche, wenn jemand anders das sucht? Das ist nicht das gleiche Suchergebnis. 2 der gleichen Begriffe geben, kommen sie 2 unterschiedliche Suchergebnisse über. Und der dritte Bereich ist zum Beispiel die Frage, wie muss ich mir denn da vorstellen, wenn ich den Begriff Schuhe eingebe, Enterdruck, es 0,18 Sekunden geht und etwa 1,4 Milliarden Suchergebnisse erscheinen. In 0,18 Sekunden 1,4 Milliarden Suchergebnisse. Sie können es nächstes Mal ausprobieren. Können Sie sich vorstellen, wie das funktionieren soll? Google in 0,18 Sekunden, das ist so ihren besten Wert, 1,34 Milliarden Suchergebnisse überkommt. Und wenn man das versteht, merkt man, dass Google gar nicht im Internet sucht, sondern nur bei sich daheim im Keller, im Index. Und wenn ich das nicht verstanden habe, verstand ich aber auch nicht, warum ich das überkomme, wenn ich suche bei Google. Und darum sind die 3 Bereiche schlussendlich ganz wichtige Bereiche im Dunstkreis, jetzt sagen wir mal, von einer digital vernetzten Welt. In der Vergangenheit, wenn man
wenn man jetzt mal von Computer geredet hat, von ICT oder was auch immer, dann hat man eigentlich immer zuerst an diesen Bereich gedacht. Man hat immer gesagt, Infrastruktur ist wichtig, wir müssen Computer kaufen, wir müssen Informatikzimmer ausstatten. Ja, und wenn wir ein Informatikzimmer haben, wäre es doch noch gut, wenn wir vielleicht noch einen Supporter hätten für die IT. Das sind so die zentralen Fragen gewesen, die wahrscheinlich jede Schule auch im Rindtal wahrscheinlich umgetrieben hat. Der Keres hat da in seinem magischen Viereck der mediendidaktischen Innovation ganz früh schon gesagt, also das ist zwar die neueste Zitation, 2018, schon 2001 gesagt, wenn er nur in einem von diesen vier Quadranten Bestrebungen macht, dann wird es nicht glücken. Es braucht die anderen drei Quadranten magisch austariert eben auch. Und der zweite Bereich ist der, dass man sagt, wir müssen aber auch ins Personal investieren, da meint jetzt dann natürlich vor allem Lehrpersonen, aber wir müssen auch in die Entwicklung von der Organisation investieren. Also die Organisationsentwicklung, das ist ein Schulentwicklungsthema mitunter, das ist ein wichtiges Thema, sonst wird die IT-Infrastruktur zwar da sein, aber noch nicht so verwendet, wie man sie könnte verwenden. Und die dritte Quadrant, sicher auch ein wichtiger Quadrant, ist der Bereich von der Aufbereitung der Medien, der vorhin auch schon ausgeführt worden ist. Wenn wir keine digitalisiert, gut aufbereitete Medien haben, dann macht es allenfalls gar keinen Sinn, die Infrastruktur zu haben. Und eine Lehrperson will selber immer auch selber Medien produzieren. Das ist noch etwas anderes, so wie sie auch zum Teil selber Arbeitsblätter will produzieren. Und schlussendlich der letzte Quadrant, der schwierigste, ist, es geht auch darum, sich wirklich zu fragen, was für ein Potenzial hat das Digitale? Ich sage jetzt mal in Bezug auf Distribution, Multimedialität, Interaktivität, Visualisierung, Simulation, Game-Based Learning, E-Testing und so weiter. Wie kann ich die Potenzial in meinem Unterricht schlussendlich einsetzen? Und Sachen, die sich auch über die letzten Jahre einfach so ein bisschen eingeschliffen haben, sich nur fragen, können sie auch anders sein? Und das Interessante, und darum finde ich das sehr speziell von dieser IT-Bildungsoffensive. Die IT-Bildungsoffensive ist keine Infrastrukturoffensive. Auch wenn Sie das zum Teil gelesen haben in der Zeitung, da wird man jetzt wahrscheinlich den Schülern Tablets kaufen oder so irgendetwas. Es ist keine Infrastrukturinitiative, es ist eine Initiative, die in den anderen drei Quadranten investiert. Ins Personal, in der Entwicklung von der Organisation, in den Bereich der Medien und im Bereich der didaktischen Reform. Und wenn Sie jetzt den Schwerpunkt 1 anschauen, wo manchmal so als Kompetenzzentrum Digitalisierung und Bildung verkauft wird, dann ist das eigentlich mehr einfach ein Klammern von einem Haufen Teilprojekten, die in diesen, ich sage jetzt mal, in diesen drei Quadranten laufen. Und das eine ist auch schon ein bisschen angeklungen vorne, man will Handlungs- und Steuerungswissen aufbauen, indem man mit Modellschulen versucht, den Weg von dieser Digitalisierung ein bisschen weiter zu gehen, um dieses Wissen nachher anderen Schulen zur Verfügung zu stellen. Das ist so der digitale Schulebereich, das ist Schulentwicklung. Das ist der Bereich, den Sie vorne als unten links als Quadrant gesehen haben. Dann gibt es den Bereich von der Personalentwicklung, von der Weiterbildung der Lehrpersonen. Da will man wirklich systematisch, modular Lehrpersonen von der Volksschule im Bereich von Medien, Informatik und Anwendungskompetenz und Mediendidaktik eigentlich das Angebot machen. Und der dritte Bereich ist der Bereich von den Medien, wo man einen Versuch will machen mit einem OER-Projekt Informatik. OER heisst Open Educational Resources, das heisst, die Bildungsmedien stehen jedem Kanton St. Gallen frei zugänglich zur Verfügung. Und in dem Bereich will man etwas machen, weil IT-Bildungsoffensive im Bereich der Informatik. Und man hat noch Schulwiki St. Gallen, da geht es eigentlich um ein Edupedia, wenn man so möchte. Ein Wikipedia für Schüler, also wo die Inhalte, die Schüler so lernen müssen, ich sage jetzt mal in der Volksschule, frei zugänglich im Netz angeboten werden. Wenn Sie unten dran schauen, ist auch ein bisschen die Frage, wo will man denn von diesen 19,4 Millionen, wie viel investieren, entsprechen die Bubbles ein Stück weit auch, ich sage jetzt mal, ein Geld, das da könnte fliessen. Auch wenn da noch nicht alles sakrosankt ist, aber Sie sehen, da fließt wirklich zum allergrössten Teil in die Volksschule und in die Mittelschule. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, darum, das ist ein Schwerpunkt, der geht in die Breite,
Einerseits bei den Schülern und andererseits bei den Lehrpersonen, sprich auch bei der Schule und bei der Schulentwicklung. Das sind die drei grossen Projekte. Sie haben es aber vorne gesehen auf der Karte. Das sind zum Teil Teilprojekte. Es geht das um die Modellschulen, wo die digitale Transformation jetzt im Bereich von Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisation, ich sage jetzt mal, aufbauen und die Handlungs- und Steuerungswissen im Kompetenzzentrum zur Verfügung stellen. Wir haben die ganz systematisch modular Weiterbildung von Lehrpersonen von der Volksschule und von der Mittelschule. Und wir haben den Bereich von der Lehrmittelentwicklung, der aber nicht eine klassische Lehrmittelentwicklung ist mit Büchern, sondern eine, die Anfang an sagt, es gibt dort keine Bücher in diesem Bereich, sondern wir versuchen, das mal nur digital anzubieten. Ich habe mich unheimlich gefreut, als ich den Expertenbericht gelesen habe 2018, wo ILZ wollte, Lehrmittelverlag. Und er hat gesagt, tönt uns ihre Experten sagen, wie es weitergeht mit den Lehrmitteln. Und die haben vier Vorschläge gemacht. Und zwei Vorschläge, die ein Kanton umsetzen kann, sind genau die zwei Umsetzungen, die wir hier machen. Einerseits ein OR-Projekt anzubieten und andererseits ein Edupedia anzubieten. Und vielleicht schafft es der Kanton St. Gallen, wer weiß, als Bildungskanton in diesem Bereich einmal mehr Pionier zu sein, im Sinne von wegen, wir haben uns jetzt angefangen mit dem Schulwiki von der Schweiz. Ja, zusammengefasst, das wären so die Ziele. Also wir wollen unsere Schüler, Schülerinnen auf die digital vernetzte Welt vorbereiten, sie aber auch für die MINT-Fächer begeistern, das ist mir ganz wichtig. Wir wollen Lehrpersonen fachlich, aber auch überfachlich fit machen, um auch erweiterte Lehr- und Lernformen einzusetzen. Wir wollen digitale Lernmaterialien schaffen, die wirklich auch nur digital einmal angeboten werden. Und wir wollen, und das ist ganz wichtig, meinte ich auch, das Handlungs- und Steuerungswissen aufbauen, das es braucht, um, ich sage jetzt mal, in dieser schwierigen Zeit auch, von dieser Veränderung, ich sage jetzt mal, Guidelines überzukommen, wo es eigentlich durchgeht. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bis später. Geschätzte Anwesende, Schule ist eins und Wirtschaft ist ander. Und jetzt in Bezug auf Digitalisierung ist ein Ziel, wie gelingt es uns, die zu verbinden. Schule hat einen Kanon, auch bei Lehrplan 21. Und die Wirtschaft hat auch einen Kanon, nämlich den von der Innovation. Und die Frage ist doch, wie bringen wir die ein bisschen näher zusammen? Wie bringen wir Innovationen aus der Wirtschaft, aus unserer Region stärker an die Schule an, beziehungsweise wie bringen wir die Lehrpersonen, die Schüler, die Schülerinnen an aktuelle Innovationen an. Das ist das Ziel von Smartfeld. Smartfeld will es von dort gesehen die digitale Welt ein bisschen begreifbar machen. Smartfeld soll also die Wirtschaft und Bildung verbinden in Bezug auf wissenschaftliche, wirtschaftliche, aktuelle Entwicklungen. Träger von Smartfeld ist auf einer Seite die EMPA, Eidgenössische Materialprüfanstalt in St. Gallen, die aktuell forscht. Smart Textilien. Könnten Sie sich vorstellen, dass Holz Strom leitet? An solche Fragen herum, neben dem Materialtest in die EMPA herum. Nebendran die Fachhochschule St. Gallen, NTB Books, als angewandte Wissenschaften. Nebendran die Universität St. Gallen, wo wir schon einiges gehört haben. Und die Pädagogische Hochschule St. Gallen, wo die Umsetzung, die zielgerechte, zielgruppenspezifische Umsetzung angeht. Das ist Smartfeld. Smartfeld ist also von dort her gesehen wie ein Bildungslabor, das probiert, Innovationen zusammenzubringen, Schule und Wirtschaft. Dreht im Hintergrund wird Smartfeld von Startfeld, Achtung, startfeld.ch. Startfeld, ich finde das immer noch etwas Faszinierendes, ist ein Zentrum für Start-ups. In St. Gallen, in einem grossen Gebäude, gibt es dort im Augenblick wahrscheinlich etwa 28 Start-ups. Insgesamt hat es etwa 55 gegeben. Also wenn Sie diese Nacht eine Idee haben, Stefan Köhlicher, da könnte ein Start-up geben, dann müssen Sie auf die Homepage gehen, müssen ausfüllen, die Idee, und die wird von Fachleuten mit Ihnen diskutiert. Verheben die Idee? Finanzieren wir die Idee? Finden wir Sponsoren für die Idee?
und machen wir einen Businessplan für die Idee. Und so sind 54 Startups hier in diesem Gebäude rein, mit Glaskuben, mit offenen Lern- und Workshop-Räumen tätig. Und in diesem Kontext gibt es Smartfeld. Also für mich immer noch so ein bisschen etwas Spezielles. Auch wenn Sie jetzt denken, ja, von denen kommen vielleicht 10-20% zum Fliegen. Ja, das stimmt. Es fliegen vielleicht 10-20% von diesen 50. Aber ich kann Ihnen sagen, die fliegen, die fliegen. Die Erfolgreichste ist bis jetzt 3-mal übernommen worden. Und zahlt mehr Steuern am Kanton St. Gallen, als der Kanton St. Gallen hier in Startfeld investiert hat. Das sind Investitionen in die Zukunft gewesen. Und wir möchten das weiterführen. Ein bisschen konkreter, dass Sie sich etwas vorstellen können. Das erste Thema, das wir angegangen haben, sind smarte Textilien. Sie sehen die junge Frau, Schülerin, hier mit einem T-Shirt und sie hat Textilien, die man programmieren kann. Sie kennen das vielleicht von Vorhängen. Baumann macht das beispielsweise in der Ostschweiz. Acris hat Kleider, die an bestimmten Orten, in bestimmten Situationen anfangen zu leuchten. Und das kann man programmieren. Das ist etwas, das Dempa mitentwickelt hat. Und darum geht es an diesem Beispiel zeigen, wie kann man zielstufengerecht solche T-Shirts, da ist es jetzt ein Herzli, dort ist es ein Name, der aufleuchtet. Nur 10 Sekunden, einmal grün, wenn ich sie anlange, kommt es rot, wenn ich sie dort anlange, kommt ein anderer Name auf. Die Schüler und Schülerinnen lernen, da vor Ort mit diesen Leuten das zu programmieren, zu integrieren in den Stoff. Smart könnte also heissen, dass spezifische digitale Innovationen vermittelt werden. Methodisch vielfältig, aber authentisch vor Ort, nämlich in dem Startfeld-Inkubator, wo die, sorry, es sind meistens junge Nerds, arbeiten nicht 8 Stunden, sondern normalerweise mehr und auch ringen um Finanzierungen. Es geht aber auch mehr darum, auch darüber nachzudenken, was wir eigentlich tun. Nicht einen Hype machen, sondern auch reflexiv überlegen, was bedeutet das für das Individuum? Was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn wir das eigentlich machen? Wir haben darum auch eine Veranstaltung geplant im Rahmen von Next Now mit dem St. Galler Tagblatt, wo es auch um ethische Fragen der Digitalisierung geht. Gibt es ein Menschenrecht auf die eigenen Daten? Haben wir uns vor 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht überlegt. Oder wer ist ethisch verantwortlich, wenn selbststeuernde Fahrzeuge jemand überfährt? Der Produzent, der Besitzer? Oder wie ist das mit den ethischen Fragen der eigenen Daten? Solche Fragen beschäftigen sich bei Smartfeld. Also es gibt bei Smartfeld einen thematischen Schwerpunkt. Im Augenblick Smart Textilien, seit dem September 18. Es gibt hier Kursangebote und das neue Thema ab Sommer 19 wird Photonik sein. Photonik ist da, wenn man Daten überträgt per Licht, da wird Kabel ablösen. Das Licht ist viel schneller, viel unabhängiger. Und darum wird das nächste Thema wird sein Photonik. Wir sind dran, kann Holz durch Licht, Strom beispielsweise leiten oder Informationen übertragen. Daneben gibt es stufengerechte Kurse für Lehrpersonen, für Schüler und Schülerinnen, Programmieren, Coden spielen, entdecken. Immer ein Beispiel, wo wir aus der Wirtschaft haben. Also nicht nur vereinfacht programmieren. Wir haben den digitalen Business-Workshop, auch als Ferienangebot beispielsweise. Wie kommt es von der Idee, Start-up-Idee, zum erfolgreichen Businessplan? Und das in einem Umfeld mit jungen Start-up-Verrückten, die genau da dran sind. Der Kurs ist ausgebucht. Es war Samstag, Sonntag. Kein Platz mehr gehabt. Also es gibt offensichtlich ein Umfeld dafür. Und das Umfeld sehen Sie im Bild hier rechts unten. Das ist das Startfeld und da gibt es eine authentische Umgebung, wo man mit den Schülern, Schülerinnen, mit den Lehrpersonen Weiterbildungen und Fortbildung machen. Der Hintergrund ist das, was wir vorhin schon gehört haben, wenn wir uns überlegen, was sind denn für spezifische Kompetenzen, eben die anderen Grundkompetenzen aus dem Lehrplan. Was sind für spezifische Kompetenzen im 21. Jahrhundert gefragt? Das gibt es den Pfarrer, weil er kritisch denken kann, weil er kommunikativ gut ist, weil er hoffentlich auch kreativ ist im Predigen.
die Leute kann fesseln durch die Art und welche Kollaboration, das heisst intensive Zusammenarbeit, kann schaffen. Also diese Kompetenzen bilden auch den Hintergrund von diesen Workshops, die wir anbieten dazu. Das ist Smartfeld. Technologie und Kreativität mit diesen Partnern, neu auch GBS in St. Gallen dabei beispielsweise. Und wir werden im Augenblick gesponsert von diesen verschiedenen Stiftungen, die Sie da unten sehen. Ich möchte nicht alle aufführen. Und die Stiftungen sind bereit, mehr Kapital einzuschiessen als bis jetzt, wenn der Kanton auch etwas zahlt. Und das ist ja so ein bisschen die Rollenteilung zwischen der Stiftung und deren IT-Bildungsoffensive. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Podiumsdiskussion hat dann gezeigt, dass eigentlich kein Zweifel darin besteht, dass die Bildungsoffensive bitter nötig ist. Also in der Berufsbildung, wie Sie gesehen haben, sind die 75 Millionen aufgeteilt, wobei etwa 13,8 Millionen, etwa 14 Millionen für Berufsbildung da ist. Und der grösste Teil von dem Geld fließt in die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte, weil das sind Multiplikatoren, die das weitergeben, die Themen in der an den Lehrling, was in dem Sinn indirekt auch an den Lehrling zugutekommt. Also in die Lehrer, das heisst also nicht in die Lehrmeister, sondern wirklich in die Lehrer? In die Lehrer, natürlich auch in die Lehrmeister. Wir haben ja Lehrmeisterkurse, die natürlich auch davon betroffen sind, respektive auch hier die Möglichkeit besteht, dass die Ausbildungsblöcke, die angeboten werden, respektive die auch Pflicht sind, dass jemand eine Lehrbewilligung überbekommt, entsprechend auch von dieser Ausbildung kann profitieren. Ist dringend nötig. Also Sie können von der Swisscom her, Sie kennen durch Digitalisierung. In der Firma, wo Sie vorher waren, wäre es ohne das nicht gegangen. Haben wir das schon ein bisschen verschlafen? Sind wir zu spät? Oder ist es gerade noch so richtig in der Zeit? Ich glaube, das hängt an jeder Person selber. Wenn Sie eine Ausbildung haben, die Sie einmal machen, in den nächsten 15 Jahren nichts mehr, dann haben Sie es verschlafen. Wenn Sie sich aber regelmäßig weiterbilden, mit den Jungen mitgehen, wie wir vorher auf dem Podium auch gehört haben, dann ist das nicht verschlafen, dann ist es nicht zu früh, nicht zu spät, dann ist es immer richtig, wenn man auch sich entsprechend selber weiterbildet. Aber der Treiber muss jeder selber sein. Und das ist auch Lehrerinnen und Lehrer, bei den Lehrkräften genau dasselbe. Das Eigeninteresse muss da im Zentrum stehen. Jetzt tun es noch viel, die 75 Millionen, aber wahrscheinlich ein Tropfen von heißen Steinen, man weiss nicht, wo es hergeht, und das kostet natürlich immens viel, oder? Ein Tropfen auf einen heißen Stein würde ich nicht sagen, das ist ein Riesenbetrag. Und das gibt sehr viele Möglichkeiten damit, zumal wir eben Synergien nutzen wollen. Also das heisst, die Lehrkräfte von der Volksschule, die Lehrkräfte von der Stufe 2, das heisst Gymnasien, wie aber auch Berufsfachschulen, werden ja in Teilen mindestens die gleiche Ausbildung haben, wo man wirklich auch den Multiplikator von dieser Ausbildung auch nutzen kann. Das heisst, eine gute Sache, da müssen wir ja sagen. He? Aus meiner Sicht muss man auf jeden Fall ja sagen, ja. 75 Millionen, man hat mir das immer gesagt, man muss es annehmen, gell? Die 75 Millionen am 7. Februar. Wie wichtig ist das für die Hochschulen? Für die Hochschule ist vor allem wichtig, ja, dass wir investieren in den Bereich, dass wir in die IT investieren, aber auch im Sinn natürlich von Personal, Fachkräften ausbilden. Man sieht, dass die IKT-Branche eine Branche ist, wo die Leute sehr gut qualifiziert sind. Und das ist natürlich das, was wir möchten beim Hochschulstudium, dass wir Fach- und Führungskräfte haben, die die Kompetenzen mitbringen, die es da braucht in diesem digitalen Wandel. Und ohne das geht es gar nicht, oder? Also sonst klappt es mit unserer Bildung einfach nicht mehr. Das braucht es. Ich denke, ja, man sieht einfach auch den Bedarf, den wir brauchen an Fach- und Führungskräften. Der ist sehr, sehr gross für die Schweizer Volkswirtschaft. Und jetzt geht es wirklich darum, die Leute zu begeistern für diese Themen, die Wirtschaft mitzunehmen, unsere jungen Leute auch für diese Themen dabei zu haben. Unsere Lehrkräfte mitzunehmen, dass wir einfach miteinander wirklich in die Zukunft gehen können.